super. Hallo. Hallo. Ich hinter mal eine Frage. Ist in der großen Tüte für 5 Euro doppelt so viel drin wie in der kleinen für 2,50? Mehr als doppelt so viel. Oh, verstehe. Das ist die Leute, die große kaufen, gell? Ja, die großen sind im Verhältnis billiger. Stimmt. Ah, im Verhältnis. Das ist gut. Aber sag jetzt sie, wollen Sie nicht so viel Popcorn wie möglich verkaufen? Das wäre toll. Ja, sehen Sie, deswegen müssen Sie dort die Preis gerade umdrehen. Das große für 2,50, das mittlere für 4 und das kleine für 5 Euro, versteht Sie? Nicht ganz. Ist doch klar, wenn die größte am billigsten ist, noch geht die weg wie nix. Ich meine, sehen Sie, wahrscheinlich kaufen dann die Leute auch die große Tüte, die Popcorn hasse wie die Pest. Einfach nur, um Geld zu sparen. Ich mein, das ist doch klar. Die sagen sich doch, das Popcorn, das schmeckt richtig scheiße, aber 2,50 für so eine große Tüte, dann nehme ich doch gleich 2. Aber bekomme ich dann im Verhältnis nicht weniger Geld für mein Popcorn? Verhältnis? Wieso? 2 große Tüte für 2,50, die springt doch doppelt so viel wie die kleine Tüte zum alten Preis. Und wenn Sie prozentual mehr Neukunde hin, als mehr Popcorn in der großen Tüte, als wie in der kleinen Tüte ist, na, da bekommen Sie doch im Verhältnis mehr Geld für Ihr Popcorn. Wissen Sie was? Ich mache das jetzt einfach. Irgendwie klingt das logisch, wie Sie das sagen. Super, das mag ich. Leute, die was annehmen können, weil sie Köpfle hin. So, dann nehme ich gerade 3 von den kleinen Tüten mit. Ist ein langer Film. Das macht dann 15 Euro. Danke. Und viel Glück noch. Danke nochmal für den Tipp. Können wir zahlen? Bin direkt bei Ihnen. Danke. Nee, du lass mal stecken. Ich zahle heute und bitte keine Widerrede. Kunde dankt. So, hier noch 2 Grabber aufs Haus. Bitteschön. Danke. Geht das zusammen? Ja. Dann wären das 63,80 Euro, bitte. 63,80? Ja. Dann machen wir 70. Vielen Dank. Bist du bescheuert? 70 Euro, das sind ja fast 7 Euro Trinkgeld. Ja, aber es sind doch dann 10%. 10%, 10%, ist das ein Gesetz?